Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Heute geht es um diese Tasche, das ist die City Hopper von Farbenmix. Der Stoff ist von Spoonflower und mein derzeitiger Lieblingsstoff. Wenn ihr in Zukunft immer über neue Videos informiert werden möchtet, abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dies sind meine vorbereiteten Teile. Meine derzeitige Stoffliebe, das habe ich immer mal wieder, dass ich einen Stoff so schön finde, dass ich da alles draus nähe. Wobei jetzt diese Tasche natürlich perfekt ist für diesen Stoff, finde ich. Die Hängematte hat es nicht ganz in die Mitte geschafft, aber ich denke, das passt auch so. Ich habe den gelben Reißverschluss dazu gewählt. Das ist eine super Frühlings-Sommertasche. Mein hinterer Außenstoff ist Softshell. Der ist etwas dicker. Ich hoffe, das passt trotzdem, also dass die Falten sich nachher trotzdem gut legen. Das ist mein Futterstoff. Die oberen Henkel bzw. das Gurtband habe ich mir aus Stoff gemacht. Das liegt vierfach und in der Mitte ist eine Verstärkung eingebügelt. Das ist meine Innentasche. Meinen vorderen Außenstoff habe ich verstärkt. Das ist ein verhältnismäßig dünner Webwarenstoff. Und da das Softshell-Rückteil viel, also verhältnismäßig viel dicker ist, habe ich den mit Flieseline H250 bebügelt. Allgemein sollte er nicht zu dick sein. Also sollte eine mitteldicke Webware sein. Wenn ihr das Foto gesehen habt am Anfang, dann wisst ihr, es hat funktioniert. Als erstes werden die ganzen Markierungen vom Schnittmuster übernommen. Hier unten, hier oben, dort, dort. Und ich habe auch einen Knips gemacht, da wo der Reißverschlussstreifen nachher anfängt. So, dann geht's los mit dem Bodenteil aus Außenstoff und der Verstärkung. Die Verstärkung ist aufgebügelt. Das ist bei mir ist es Dekophil. Die kurzen Seiten klappt ihr zur Mitte um. Und näht sie knappkantig fest, Nahtzugabe etwa 3 mm. Ihr braucht den umlaufenden Randstreifen aus dem Außenstoff. Wenn ihr da ein Muster drauf habt, dann solltet ihr ihn im Bruchteil Nahtzugabe dazugeben und so zusammennähen, dass das Muster eben gerade nach oben läuft. Meins ist jetzt offensichtlich ohne Muster. Ich suche mir hier die Mitte und lege die beiden Teile zusammen, links auf rechts. Das Bodenteil rundherum knappkantig festnähen. So sieht das bei mir aus, könnt ihr erstmal zur Seite legen. Weiter geht's mit den Trägern, die werden rechts auf rechts zusammengefaltet. Dann habt ihr ja hier eure Markierung, euren Knips oder vielleicht habt ihr es auch eingezeichnet. Und jetzt wird das Stück zusammengenäht. Hier oben anfangen, Nahtzugabe ist immer 1 cm, verriegeln bis zu eurem Knips, bis zu eurer Markierung nähen und hier wieder verriegeln und zwar besonders gut. Das macht ihr mit allen vier Trägern so. Nahtzugaben zurückschneiden, das könnt ihr hier ganz gut sehen, vor allen Dingen in der Kurve. Da könnt ihr natürlich auch einfach so kleine Dreiecke rausschneiden. Ich habe jetzt eine Zickzackschere genommen, auch bis zu dem Knips. Den Rest der Nahtzugaben auch knappkantig zurückschneiden und jetzt werden die einzelnen Träger gewendet. So sieht das jetzt aus. Ich habe hier einmal drüber gebügelt, hier nicht, könnt ihr gut sehen. Das legt sich automatisch hier so in diese Falten, so soll das auch sein. Jetzt braucht ihr euren D-Ring oder euren Karabiner, je nachdem, wie rum ihr das machen wollt. Ich fädle jetzt hier meine D-Ringe auf. Ich habe die Tasche so vor mir liegen, meinen D-Ring auffädeln. Und jetzt nehmt es hoch und legt es so rum gegen die Tasche. Also die Kante wird gerade gezogen, es wird so dagegen gelegt, mittig. Und hier gut innerhalb der Nahtzugabe festnähen. Ich habe mir jetzt einen Zickzackstich eingestellt auf 4,5 Breite und 2,0 Länge.
drei Träger werden genauso angenäht. Jetzt wird der Stoff hier unten noch in Falten gelegt. Dafür nehmt ihr den inneren Knips und legt ihn auf den äußeren Knips. Der Stoff liegt hier dreilagig. Ein bisschen festklammern und innerhalb der Nahtzugabe festnähen. Das macht ihr natürlich auch mit den anderen drei Stellen. So, Vorder- und Rückseite sind damit fertig. Ihr könnt bei Bedarf auf der Rückseite ein Reißverschlusstäschchen einbauen. Das lasse ich jetzt weg. Und natürlich kann man da sich austoben, was Verzierungen und so weiter angeht. Mit der Innentasche geht es weiter. Ich habe das Stück Stoff jetzt quer gelegt. Eigentlich liegt es eben so rum, aber so kann man es besser zeigen. Ihr legt den Stoff rechts auf rechts zusammen. Und näht die drei offenen Kanten ab. Dabei lasst ihr hier unten eine Wendeöffnung von etwa 7 cm. Also hier anfangen, verriegeln, bis etwa hier nähen, verriegeln, hier wieder anfangen, verriegeln und bis hier nähen, hier wieder verriegeln. Die Nahtzugaben zurückschneiden, hier quer zur Ecke, hier einfach spitz zulaufend, da wo die Wendeöffnung ist, nicht zurückschneiden, jetzt wenden, die Ecken schön ausarbeiten und einmal drüber bügeln. Dabei werden die Nahtzugaben der Wendeöffnung gleich nach innen gefaltet, beziehungsweise wenn ihr so ein bisschen an beiden Seiten zieht, dann legen sich die automatisch hin, die bügelt ihr mit fest. Nehmt eure obere Kante, das ist natürlich wichtig, wenn ihr ein Muster habt, was nicht auf dem Kopf stehen soll, und steppt es knackkantig ab. Ihr braucht euer eines Futterteil, auch hier habt ihr alle Markierungen übernommen. Ich habe da Knipse gemacht, jetzt braucht ihr eure Innentasche, die legt ihr nach der Markierung auf euer Futterteil. Ich habe mir hier oben ein Label angenäht, das ist der aus der Anleitung abgeguckt und ich habe mir hier die Mitte markiert. Da möchte ich eine Unterteilung machen. Das könnt ihr natürlich anders machen. Ihr könnt es einfach groß lassen, ihr könnt zwei Unterteilungen machen oder das weiter verschieben. Ich habe festgestellt, dass mein Handy in der verhältnismäßig dicken Hülle da so gut reinpasst. Jetzt wird es festgenäht, fangt hier an, verriegelt das hier, näht hier runter, hier rüber, hier wieder hoch, hier wieder verriegeln. Und danach müsst ihr natürlich eure Unterteilung abnähen. Also ich fange jetzt hier oben an, ich verriegel wieder, nähe bis runter, verriegel hier auch und ziehe dann immer den Oberfaden nach unten durch und verknote ihn auf der Rückseite. Auch die Futterteile werden in Falten gelegt. Dazu habt ihr hier oben ja eure Knipse, jeweils zwei. Die Knipse legt ihr aufeinander. Hier ist mein Knips oder meine Knipse. Und dann wird genäht vom Knips 3 cm nach unten. Das würde ich mir jetzt einmal einzeichnen. So sieht es jetzt aus, wenn ihr es aufklappt und umdreht. Nehmt ihr eure Falte und faltet sie auf, sodass die... Also man kann ja hier sehen, wo die Falte lag bis eben, dass das in der Mitte landet. Ein bisschen festklammern und innerhalb der Nahtzugabe abnähen. Hier genauso. Und das zweite Futterteil wird auch so genäht. Das hat ein bisschen was von so einem schönen Kinderrock, finde ich. Die Tasche wird hier unten genauso gefaltet wie oben. Und zwar wie das Außenteil. Ihr nehmt den mittleren, also den Knips, der weiter innen ist, und zieht ihn rüber auf den, der weiter außen ist. Der Stoff liegt dreilagig. Und wird innerhalb der Nahtzugabe zusammengenäht. Und natürlich kann man jetzt hier gut sich vorstellen, was da an Inhalt in die Tasche nachher geht, weil die Falten natürlich nachgeben können, wenn Bedarf ist. Also tolle Schnittmuster. Hier genauso. So, damit sind die Außenteile und die beiden Futterteile, also die Seitenteile, fertig. Jetzt geht es weiter mit dem Reißverschlussstreifen. Ihr könnt es gut sehen, Reißverschluss liegt in der Mitte. Das sind die Außenstoffteile, das ist mein Futterstoff. Die brauche ich erstmal nicht. Es geht mit dem Außenstoff los. Der Reißverschluss ist geschlossen, die Zipper sind aufgezogen. Ihr könnt auch mit einem Zipper arbeiten, je nachdem, was ihr hinterher gerne haben möchtet. Ein Außenstoffteil rechts auf rechts.
auf das Reißverschlussstück legen oder auf den Reißverschluss legen. Die Kanten treffen sich, fest klammern oder stecken und abnähen. Das Stück klappe ich vom Reißverschluss weg. Dieses Stück wird angenäht, rechts auf rechts. Achtet darauf, dass die Stoffe hier aufeinandertreffen, auch an dieser Kante. Hier stimmt die Kante wieder und genauso annähen. So, das hält leider nicht alleine. Ihr dreht das Ganze um. Jetzt kommt der Grund, warum ihr nicht alle, also jeweils zwei Streifen gleichzeitig angenäht habt, was man normalerweise natürlich gut machen kann. Ihr legt auch diesen Streifen wieder so an, also Kante, hier an die obere Kante. Und zwar liegt die rechte Seite vom Reißverschlussstreifen unten, also die rechte Seite trifft auf die linke Seite vom Reißverschluss. Und jetzt macht ihr euch hier eine Markierung bei 2 cm. Und zwar an beiden Seiten, also an beiden Enden. Und genäht wird jetzt von der 2 cm Markierung hier rüber bis zu dieser 2 cm Markierung. Dann wird der weggeklappt. Dieser Streifen kommt dazu an diese Kante und auch hier wird jeweils eine 2 cm Markierung eingezeichnet und auch bis dahin nur genäht. Und die Stoffe, also die Außenstoffe, liegen jetzt beide nach links gefaltet. Also ihr dürft natürlich nur über den Futterstoff und den Außenstoff auf dieser Seite nähen, der da ja schon festgenäht ist. Der Reißverschluss ist eingefasst und mir gefallen die Farben sehr gut. So sieht das auf der Rückseite aus. Softshell neigt auch dazu, kleine Fusseln zu machen. Das habe ich gar nicht so bedacht. Ihr legt den Reißverschluss mit der linken Seite, also mit der Futterseite, nach oben vor euch hin und die Futterstoffe werden weggeklappt. Da brauche ich mal eine Klammer. Jetzt kommt der Außenstreifen dazu, da wo der Boden schon angenäht ist. Rechts auf rechts, also richtig mal drunter. Das Reißverschlussteil da drauf. Und das wird jetzt zusammengenäht und zwar mit dem Reißverschluss. Also das lasst ihr einfach so liegen und näht mit eurer Nahtzugabe von 1 cm das hier fest am Anfang und am Ende verriegeln. Das sah jetzt hier eben so aus oder sieht es hier immer noch, als ob dieser Streifen gar nicht so breit ist wie der Außenstreifen. Das stimmt aber nicht, weil der hier natürlich nicht weggebügelt ist bzw. weggenäht ist vom Reißverschluss. Also wenn ich da dran ziehe, dann erreicht mein Reißverschlussstreifen die Breite von dem Außenstreifen. Das ist mir gerade unter der Nähmaschine aufgefallen und ich dachte, das interessiert euch vielleicht, weil das natürlich Sinn macht. Ja, und jetzt nähe ich das ab. Reißverschluss, vor allen Dingen, wenn ihr da Metallzähnchen habt, natürlich sehr langsam, sehr vorsichtig drüber nähen. So, das ist die Seite, die ich eben genäht habe. Ich schiebe mal das hier rüber. Und wieder rechts auf rechts. Genauso feststecken oder klammern, das Futter wieder wegklappen, damit es nicht mit eingenäht wird und genauso abnähen. Damit ist der Außenstoff fertig, der Randstreifen. Jetzt geht es natürlich um den Futterstoff. Einmal umdrehen.
jetzt wird hier der Futterstoffrandstreifen angenäht. Das ist die rechte Seite vom Stoff und das untere ist die rechte Seite vom Stoff, also die rechten Seiten gucken sich an. Dies bleibt genauso liegen, wie es jetzt liegt. Also die Nahtzugaben sind ja nach innen umgeklappt, das bleibt einfach so und dieser Spalt bleibt auch. Also genau so feststecken. Da muss jetzt natürlich der Außenstoff weggeklappt werden und zwar mitsamt dem Reißverschluss. Also wenn ihr es so umklappt, könnt ihr gut sehen. So sieht das aus. Und hier abnähen. Dieses Stück ist genäht. Ihr lasst den Streifen gerade liegen, zieht ihn ein Stück rüber, dass er hier auf diesem Ende ankommt. Steckt und näht es genauso fest. Also Futter in die Hand nehmen, Außenstoffe weg, stecken und wieder nähen. So, die Streifen sind zusammengenäht. Die liegen links auf links zusammen. Also wenn ich von innen gucke, habe ich die rechte Seite vom Futterstoff natürlich und von außen natürlich die rechte Seite vom Außenstoff. Jetzt werden die Stoffe, ich weiß, das zieht sich hier immer wieder zurück, es mag am Material liegen, die Stoffe vom Reißverschluss weggezogen, vorne und, also auf der Außen- und auf der Innenseite feststecken, wie ihr hier seht. Die Nahtzugaben an diesen Kanten liegen Richtung Seitenstreifen und jetzt wird einmal ganz um den Reißverschluss drumherum genäht. Dazu nur das obere Stück unter das Füßchen legen. Dieses wollen wir natürlich nicht mit festnähen. Ihr fangt irgendwo an und näht knappkantig einmal ganz drumherum. Dabei hier über diese Kante drüber nähen, hier rüber und hier wieder zurück und hier genauso. So sieht das jetzt fertig aus. Jetzt wird das auseinandergezogen. Der Reißverschluss liegt in der Mitte. Hier ist mein Außenstoff, hier ist mein Futterstoff. Es liegt wie so eine 8. Reißverschluss öffnen. Jetzt werden die Seitenteile da reingesetzt, beziehungsweise das vordere Außenteil. Mein Bodenteil liegt hier. Und da soll natürlich das Bodenteil der Tasche dran. Ich mache es mal so hin. Und zwar rechts auf rechts. Also ich habe den genau in die falsche Richtung gemacht. Ich ziehe den nochmal durch, mache ihn so nach oben weg. So, jetzt müsst ihr gucken, dass ihr erstmal die geraden Kanten hier zusammensteckt. Hier unten die gerade Kante zusammenstecken. Das muss natürlich gerade liegen. Klappen wir nach unten weg und dann hier oben die geraden Kanten zusammenstecken. So, jetzt muss ich euch mal erzählen, wie fantastisch das zusammenpasst. Das ist der Teil, vor dem ich immer so ein bisschen Respekt habe, weil natürlich, so wie man nicht wirklich diese 1 cm Nahtzugabe einhält bzw. nicht richtig zugeschnitten hat, passt das nicht zusammen. Dieses passt tatsächlich auf den Millimeter zusammen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich bin beeindruckt und begeistert. Und was auch passt, ist, ihr habt hier einen Knips im Außenstoff und da soll das Reißverschlussteil anfangen. Das hatte ich aber vergessen beim Zusammenstecken. Ich habe einfach hier die Mitten genommen, habe das hier zusammengesteckt und merkte dann, als ich hier ankam, oh, da ist der Knips. Es ist also wirklich genau passend. Im E-Book steht, dass die Seitenteile etwas zu klein erscheinen beim Zusammenstecken. Das macht es natürlich, wenn man anfängt, auch so, dass man denkt, oh, hoffentlich passt das. Aber ich habe einfach wirklich wie beschrieben hier unten angefangen, hier oben weitergemacht, bin dann bis zu diesen Knipsen gekommen, da wo dieser Reißverschlussstreifen anfängt und habe dann einfach weiter rundherum gesteckt und ich brauchte nichts einschneiden, weil es wirklich passt. So macht das Spaß. Ja, es wird einmal ganz drumherum festgenäht. Mm-hmm.
Mein Füßchen ist 1 Zentimeter breit zum Rand. Also wenn ihr euch wundert, warum ich da Füßchen breit nähe, der ist einfach etwas breiter. Deswegen habe ich den jetzt auch gewählt, damit ich hier nicht nach der Platte gehen muss. Wenn ihr jetzt den Streifen nach unten wegklappt, dann habt ihr schon mal die Form der Tasche. Und das musste ich natürlich machen, um zu gucken, wie das aussieht. Und ich freue mich sehr drüber, weil ich sie wirklich schön finde. Worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr hier oben, da wo die Henkel dran sind, dass ihr da, bei mir sieht man es tatsächlich noch, die ist so 1 Millimeter außerhalb der Naht. Also ich könnte jetzt nochmal von innen nochmal ein kleines Stück weiter Richtung Tasche nähen, damit man diese Naht nicht sieht. Da das aber farblich echt gut passt, lasse ich das jetzt so. Aber da müsst ihr darauf achten, dass ihr da nicht entweder eine Lücke habt oder man die Fäden sieht. Ja, jetzt wird es umgedreht. Der Reißverschluss bleibt auf, den habe ich jetzt nur mal zugemacht, weil ich eben gucken wollte. Und das zweite Außenteil, das rückwärtige Außenteil, wird genauso angenäht. Beide Teile sind angenäht. Ich musste sie natürlich nochmal wenden, um zu gucken, wie es aussieht. Ich finde sie fabelhaft. Meine Töchter halten sich da eher bedeckt. Was willst du damit machen? Ja, okay. Diese Seite ist die mit der Flieseline verstärkten. Da legen sich die Falten tatsächlich nicht ganz so schön wie auf der Softshell-Seite. Also wenn ihr so ein schönes, weiches Kunstleder habt oder wie ich jetzt hier Softshell, da legt sich das ganz anders. Da müsst ihr halt gucken, wie ihr das lieber haben möchtet. Ich wollte ja jetzt gerne diesen Stoff und von daher bin ich auch mit diesen Falten ganz zufrieden. Jetzt werden die Futterteile angenäht. Und zwar genauso wie schon die Außenteile. Also ich drehe das erstmal wieder auf links. Hab jetzt hier den Ring. Und stecke jetzt hier mein erstes Futterteil fest. Und danach das zweite. In einem der Teile müsst ihr eine Wendeöffnung lassen. So sieht das fertig genäht aus. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie das alles funktioniert. Ich habe schon ein paar Taschen so genäht. Freue mich immer, wenn es zusammenpasst. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, euch zu überlegen, welche, ob die rechte oder die linke Seite an diesen Streifen gehört, das erkennt man an der Naht. Also natürlich ist die Naht hier, also die Nahtzugabe liegt links und daran kann man dann ganz gut sehen, wie rum das Teil da dran genäht werden muss. So, jetzt könnt ihr die Tasche wenden. Oder hier. Und bevor ihr das Futter in die Außentasche steckt, natürlich die Wendeöffnung schließen. Entweder knappkantig mit der Nähmaschine oder mit einem Matratzenstich. Soweit ist die Tasche jetzt fertig. Ich freue mich drüber. Jetzt fehlen natürlich noch die Henkel, die Gurtbänder. Gurtbandende. Meine Bänder sind 50 cm lang. Karabiner drüber ziehen. Umschlagen. Nochmal umschlagen. Und hier festnähen. Das mache ich mit allen 4 Enden. So, da hängt sie. Ich freue mich sehr über meine neue Tasche. Die ist natürlich prädestiniert dafür, in die Bücherei damit zu gehen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch bunte Stoffe vernäht oder eher, wie ich letztens auf Facebook gelesen habe, ein erfrischendes Grau bevorzugt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen.
bis zum nächsten Mal.